eine lebende Kontroverse. Und du kannst sagen über ihn, was du willst. Du kannst wirklich, ne, ich weiß, er hat sehr viele Hater und was weiß ich, pipapo, aber der Mann, der muss entweder, Simplex, Dankeschön, entweder kommt das alles gar nicht, wirklich gar nicht an ihn ran, das sagt er ständig, ich weiß aber nicht, ob ich es ihm glauben würde, wirklich, weil das zu sagen ist auch eine Art Schutzschild. Man muss ihn bewundern dafür, was er für ein Fell hat. Das muss man einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm alles scheißegal ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. So ein Metal-Leute, um Gottes Willen. Das ist ja witzig einfach. Das weißt du ganz ehrlich, das ist ja auch keine Beleidigung und nix. Aber ganz ehrlich, was dem teilweise angetan wird, und so eine, wirklich so eine Hetzjagd teilweise, so eine richtige Menschenjagd. Und ich weiß, er fordert das halt auch heraus. Das ist nicht unbedingt das Klügste, was man tun kann. Aber dass er ist halt immer noch, er macht einfach weiter. Und das kannst du ihm einfach anrechnen. Das musst du einfach. Da muss ich aber echt mal sagen, dass sogar der Jo anfangs nicht gerade nett zu ihr war. Der Jo, ja, das macht der Jo aber immer. Der Jo ist anfangs, ne, gerade bei Promis ist der Jo immer so ein bisschen strenger. Ich hasse das Wort Promis. Ich glaube, das macht, aber sie hat's gut hingerissen und der Jo hat's dann auch umgeschwenkt. Und der Jo, ganz ehrlich, der Jo ist voll der liebe Mensch. So, Menomax, Dankeschön, Menomax. So, Drachenlord hat sich das alles verdient. Ganz ehrlich, Chris Sane, ich möchte mal sehen, wie du reagierst, wenn dir all das angetan wird, was ihm angetan wird. Ob er, ne, Knoppers, Dankeschön. Sich all das verdient, ist relativ. Das ist völlig relativ. Ich glaube nicht, dass der Drachenlord bei dir war und dir vor die Tür scheißt oder sonst irgendwas. Oder es ist halt was anderes. Es ist was anderes, wenn du einer von vielen bist, die einen mobben, oder wenn du der eine bist, wo plötzlich 1000 Leute Scheiße bauen, jeden Tag. Es ist wirklich was anderes. Du kannst wirklich nicht von Verdienst sprechen. Und das Schlimme ist, wenn der Drachenlord sich irgendwann umbringt, gibt es immer noch diese Leute, die halt wirklich, die einfach diese Linien nicht mehr haben im Kopf, die dann einfach noch sagen, ja, endlich. Diese, weißt du, die einfach, wo völlige Empathie fehlt, völlige menschliche, wo das alles schon komplett verloren ist. Die gibt's halt immer noch. Und leider habe ich das Gefühl, es werden immer mehr. Und das ist ganz furchtbar. Da sind wir irgendwann echt wieder so ein bisschen. Man könnte meinen, dass das Internet so viel Gutes es bringt teilweise Leute auch wieder ins Mittelalter. Ich weiß es nicht. Ist doch immer leicht zu reden, wenn man die Konsequenzen selber nicht tragen muss. Ja, richtig. Ist es auch. So, Hanse, auch dir vielen Dank. Nie aufgeben. Hau ab, komm in deinem Leben klar, geh arbeiten, Alter. Was soll denn der Scheiß abziehen?